20. ging Lenz durchs Gebirge. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee. Die Täler hinunter. Graues Gestein. Grüne Flächen. Felsen und Tannen. Es war nasskalt. Das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Aber alles so dicht. Und dann dampfte der Nebel herauf und strich feucht und schwer durch das Gesträuch. So träg. So plump. So träg, so plump, so träg, so plump. Träg und plump und träg und plump und alles so träg und plump und träg und plump und Helen, ja, Helen, oh, alles träg und plump. Er ging gleichgültig weiter. Es lag ihm nichts am Weg. Bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine. Nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf den Kopf gehen konnte. Es war ihm alles so klein, so nah, so nass. Er hätte die Welt hinter den Ofen setzen mögen. Er begriff nicht, dass er so lange brauchte, um einen Abhang hinunterzuklimmen, einen fernen Punkt zu erreichen. Er meinte, man müsste doch alles mit ein paar Schritten ausmessen können. Er suchte nach etwas, wie nach verlorenen Träumen. Aber er fand nichts. Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und es den Wald heraufdampfte und die Stimmen an den Felsen wach wurden, wie fern verhallene Donner und dann gewaltig heranbrausten und die Wolken wie wilde, wiehernde Rosse heransprengten und der Sonnenschein sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, sodass ein helles, blendendes Licht über die Gipfel in die Täler schnitt, dann riss es ihm in der Brust. Er stand, keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen. Er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen. Er dehnte sich aus und lag über der Erde. Er wühlte sich in das All hinein. Es war eine Lust. Endlich hörte er Stimmen. Er sah Lichter. Es wurde ihm leichter. Man sagte ihm, er hätte noch eine halbe Stunde bis nach Waldbach. Er ging durch das Dorf. Lauter ruhige, stille Gesichter. Es war ihm, als müsse das Licht von ihnen ausstrahlen. Alte Weiber, Kinder am Tische, Mädchen. Er war bald in Waldbach, im Pfarrhaus, im Pfarrhaus.
er hinein. Man saß am Tisch. Die blonden Locken fielen ihm um das bleiche Gesicht. Es zuckte ihn um die Augen und um den Mund. Oberlin machte ihm auf. Er begrüßte ihn. Er hielt ihn für einen Handwerker. Ich bin ein Freund von Kaufmann und bringe Ihnen Grüße von ihm. Der Name? Lenz. Hab ich nicht einige Dramen gelesen, die einem Herrn dieses Namens zugeschrieben werden? Ja, aber belieben Sie mich nicht danach zu beurteilen. Man sprach weiter. Er suchte nach Worten. Er wurde ruhig. Das Pfarrhaus mit seinen lieben Gesichtern und ruhigen Menschen. Er war gleich zu Haus. Sein lebendiges Erzählen. Sein helles Kindergesicht, das jetzt lächelte. Er wurde ruhig. Und er war weg. Weit weg. Weit weg. Weit weg. Er war weg, weit weg. Das Pfarrhaus war zu eng. Man gab ihm ein Zimmer im Schulhaus. Es war kalt oben. Eine weite Stube. Leer. Ein hohes Bett im Hintergrund. Er stellte das Licht auf den Tisch und ging auf und ab. Das Pfarrhaus mit seinen Lichtern und lieben Gesichtern. Es kam ihm jetzt vor wie ein Traum. Wie ein Schatten. Er riss sich auf. Ging hinaus, die Treppe hinunter, vors Haus, ins Freie. Aber umsonst, alles kalt. Es war ihm jetzt entsetzlich einsam, wieder wie auf dem Berg, nur konnte er es mit nichts mehr ausfüllen. Er stieß sich an den Stein. Er riss sich mit den Nägeln. Der Schmerz fing an, ihm das Bewusstsein wiederzugeben. Er stürzte sich in den Brunnen. Aber das Wasser war nicht tief. Oberlin kam gelaufen. Das ganze Bewusstsein seiner Lage stand jetzt vor ihm. Schämte er sich? Er sagte ihm, dass er gewohnt sei, kalt zu baden.